willkommen erstmal in kleiner Runde zunächst. Als Hausherr darf ich Sie begrüßen zu unserem mittlerweile 8. Landstudiensymposium, das wir hier im Hafen City veranstalten. Informationen an Patienten und Interessierte zusammen mit Kooperationspartnern über interessante Themen. Heute ist Golf unser Thema. Bin froh, dass Georg Kramer heute unser Gast ist und gleich nochmal als Spezialist zum groben Training was sagen wird, nicht als Pro, sondern eher von der anderen Warte her. Johannes Fetzer, mein Partner, steht zurzeit hinter der Kamera und wird auch noch gleich was als Physiotherapeut und Osteopath zu dem Thema sagen. Wie immer, kurzer Abblick zur Historie der Sportart Golf. Letztendlich ist eine der ältesten Sportarten, die urkundlich so erwähnt ist. 13. bis 14. Jahrhundert wahrscheinlich der Beginn. Mittlerweile streitet man sich, auf jeden Fall nach Aktenlage, was ich gefunden habe, dass möglicherweise auch doch die Kontinentaleuropäer den Golfsport erfunden hätten, in Holland und Belgien. Es wäre hart für die Engländer und Schotten, die das ja traditionell bisher für sich in Anspruch genommen haben. Nichtsdestotrotz eine sehr alte Sportart und auch, wenn man schaut, der erste Golfclub, den es bereits 1735 gab, also auch der organisierte Golfsport ist letztendlich schon ein paar hundert Jahre alt. Momentan sieht es so aus, dass zumindest organisiert 60 Millionen Golfer weltweit gezählt werden. In Deutschland sind es ungefähr 500.000 bzw. nach neuesten Zahlen das 0,6 Millionen und allein in Hamburg, das ist sehr interessant, 100.000. Also Hamburg ist nicht nur eine Hockey-Metropole, was ich bisher immer wusste, sondern anscheinend auch eine Golf-Metropole. Vielleicht liegt es daran, dass viele ältere, alt gewordene Hockeyspieler mehr Golf spielen. Das kenne ich in meinem Bereich so, aber nun denn, Golf ist also auch hier sehr beliebt. Interessant ist, dass es auch einmal schon olympisch war und natürlich in Rio wieder olympisch sein wird. Also vielleicht erlebt auch dort als Profi-Leistungssport der Golf vielleicht eine gewisse Renaissance wieder. Wenn man sich mal einen oder den typischen Golfer vielleicht der letzten Jahre heraussucht, Jahrzehnte, kann man auch schon was sagen, des Jahrzehnts, Tiger Woods, der hat wirklich sehr viele Standards gesetzt. Hier seien nur ein paar genannt. Ne? Also der hält immer noch den All-Time-Classic-Rekord für die niedrigste Zahl von Schlägen in einem Turnier, als auch in 2 Jahren für das gesamte Jahr überhaupt. Und er konnte 5 unterschiedliche Turniere 5-mal oder öfter gewinnen. Ich gehe einmal kurz hier raus, um Ihnen etwas zu illustrieren, über das wir uns nämlich jetzt gleich unterhalten wollen. Schauen wir einfach mal Herrn Woods bei ein paar Sachen zu. Das ist bei am amerikanischen Vertrag ausgeliehen. Wenn man nur mal seinen Körper anschaut, die Rumpfrotation, man kann erahnen, welche Muskulatur dort angespannt ist. Hier kann man seine Rumpf- und Rückenmuskulatur erahnen. Also das ist typisch amerikanisch natürlich. Ich hoffe, das ist für Sie zu ertragen, auch ohne Ton. Könnt ihr hier rausgehen, letztendlich geht es noch ein paar Minuten weiter so. Was möchte ich Ihnen hiermit zeigen oder was wollte ich denn damit illustrieren? Letztendlich ist Golf eben nicht nur eine Sportart, die vielleicht die Arme oder vielleicht ein bisschen den Rücken oder so muskulär beansprucht, sondern ist letztendlich eine extrem dynamische Sportart, die Rumpfmuskulatur vor allem, die gesamte Rumpfmuskulatur, aber auch letztendlich vom Arm bis hinunter eigentlich in die Wade, bis in den Unterschenkelbereich Muskulatur beansprucht. Ich fand das bei dem Tiger Woods eben extrem anschaulich, mit welcher Dynamik, mit welcher Power der letztendlich am Abschlag da steht und schlägt. Also habe ich das, habe ich zumindest das Gespür gehabt, dass er wirklich vom Finger bis zum Fuß. Ja, er hat ein anderes Problem, wir kommen gleich auf die Erkrankung gleich. Er ist an der Bandscheibe operiert und andere Dinge. Ich möchte nur veranschaulichen hier eben, dass Golf wirklich auch eine ganzheitliche Beanspruchung ist. Also der ganze Körper ist letztendlich dort
beansprucht. Was schmerzt am häufigsten, wenn man sportmedizinisch guckt oder auch bei uns in der Praxis, womit kommen die meisten Golfer, wenn es jetzt rein Erkrankungen, orthopädische Beschwerden sind? Da steht an erster Stelle die Rückenbeschwerden. Dann gibt es eine Erkrankung, die sogar nach einem Golfer benannt oder nach Golfern benannt ist, der sogenannte Golferellbogen. Es gibt auch einen Tennisellbogen, das ist letztendlich beiderseits, wir kommen da gleich nochmal genau, am Ellbogen eine Erkrankung der Sehnen, einmal an der Außenseite, einmal an der Innenseite, einmal Tennis, einmal Golf. Aber das ist eine reine Nomenklaturgeschichte. Handgelenksbeschwerden und Hüft- und Kniebeschwerden, das ist eigentlich so letztendlich das im Alltag, was wir häufig antreffen. Wenn man mal analysiert, warum es zu diesen Beschwerden kommt und den Rücken mal oder mit dem Rücken einmal einen Anfang machen, dann sind letztendlich drei Dinge, die oder dreieinhalb, die hier eine entscheidende Rolle spielen. Das eine ist natürlich eine unzureichende Technik. Wenn ich mit gewisser Kraft aufbringe, gewisse Dynamik im Schwung, vor allem Rotationskräfte auf meinen Rumpf und meine Bandscheiben und sonst wie auswirken lasse und das mit einer unsauberen Technik mache, dann kommt es natürlich hier oder da zu gewissen Belastungsspitzen, die dort zu Problemen führen können. Damit eng verknüpft sind natürlich die Haltungsdefizite. Also ich denke, das kann man als eins eigentlich nehmen. Wenn ich halt immer im Rücken falsch stehe, dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen Winkel, in dem meine Muskulatur arbeiten muss, die entsprechend ungünstig ist. Und in dem engen Zusammenhang stehen natürlich dort auch die Core, sei für Körper, Mitte genannt, tut mir leid, leider auch Anglizismus, Rumpfstabilität auf Deutsch, wobei der Rumpf eben nicht nur den Waschbrettbauch betrifft, sondern einmal ganz rumgeht, plus Beckenboden und oben eigentlich auch in der Lunge das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskulatur mit einbezieht. Wir brauchen vor allem eine Stabilität im Rumpf, um überhaupt diese Dynamik aufzubringen, genau wie Usain Bolt eine Rumpfstabilität braucht. Auch der macht extrem viel Rumpftraining, um eine Ruhe im Rumpf zu haben und die Kraft, die er in den Beinen dann braucht, also auf die Tatanbahn zu bringen. Genauso braucht der Golfer natürlich auch eine extreme Rumpfstabilität, um überhaupt aus dieser Ruhe heraus die Kraft über den Schläger in den Schlag hineinbringen zu können. Er muss sich allerdings auch bewegen können. Wenn es so ein Betonblock wäre, dann hätte er natürlich ein Problem, überhaupt diese Dynamik, die Rumpfrotation aufbauen zu können. Warum ist es so häufig oder warum schmerzt vielleicht der Rücken im Golf so häufig? Vielleicht auch, weil er insgesamt sehr häufig schmerzt. Ne? Also Rückenschmerz ist überhaupt das, was wir im Alltag häufig sehen, auch bei Nicht-Golfern. Beziehungsweise andersrum gesagt, auch Golfer sind Menschen und dürfen vielleicht auch die Erkrankung haben, die andere Menschen auch haben. Der Rücken hat auch in der normalen Bevölkerung immer eine ganz besondere Qualität an Schmerzen, weil es oftmals eben sehr stark angsteinflößend ist. Alle haben immer sofort, viele Patienten haben das Wort Bandscheibenschaden im Mund. Man denkt sofort an einen langen Krankheitsprozess, einige an Operationen, andere an Konsequenzen direkt an zu Hause. Ich kann das Kind nicht mehr tragen oder beim Neugeborenen oder ich kann meinen Job nicht mehr ausüben, weil ich dort schwer heben muss. Also Rückenerkrankungen haben insgesamt eine ganz besondere Bedeutung, auch in dem normalen Alltag. Und es ist eben sehr häufig, jetzt sind wir eine sehr kleine Gruppe, um jetzt hier eine Stichprobe durchzuführen, aber letztendlich, wenn wir nach draußen gehen würden, haben eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt 30%, also 30 von 100 hätten letztendlich, die wir zufällig fragen würden, in dem Moment oder in der letzten Woche Rückenschmerzen. Genauso ist es so, dass bei unterschiedlichen Untersuchungen 90%, knapp 90, einmal im Leben in den westlichen Industriestaaten Rückenschmerzen angeben bei entsprechenden Befragungen. Also das ist überhaupt schon mal ein Grundproblem, was wir in unserer Bevölkerungsstruktur haben, dass es eben Rückenschmerz per se sehr häufig ist. Wir sehen aber, dass diese ernsthaften Erkrankungen, die wir am Rücken haben, also ein Knochenbruch, Bandscheibenvorfall, Krebserkrankung, eine Entzündung oder aber auch das, was wir im Röntgenbild sehen, nämlich immer dieser kaputte Rücken. Man geht irgendwo hin, es wird geröntgt und sagt, ja klar, haben Sie Rückenschmerzen, der Rücken ist ja auch kaputt, ne? Das ist alles Verschleiß. So. Das ist aber prozentual gesehen von der Ursache her extrem wenig als Rückenschmerzursache zu nennen. Ja? Also das ist etwas, was man immer wieder, oder wir im Alltag immer wieder nennen müssen. Diese strukturellen Schmerzursachen, also irgendwas kaputt oder so etwas, sind sehr, sehr selten.
in Bezug auf Rückenschmerzen. Wenn es das nicht ist, was ist es dann? Es sind vor allem sogenannte funktionelle Ursachen. Das heißt, Verspannungen, Verkrampfungen der Muskulatur, der Sehnen und Bänder, Überlastungssituationen, der Muskel kann das nicht kompensieren, kann die Anforderungen nicht gerecht werden. Dann verkrampft er sich. Eventuell macht man weiter, wenn man es im Alltag vielleicht gar nicht so merkt. Man trainiert in einen verkrampften Muskel hinein. Der ist dann nicht nur es besteht nicht nur Gefahr, dass er dann sich strukturell schädigt, ein Faserriss oder so etwas, sondern auch, dass er sich weiter verkrampft. Man macht Umwege, man hat eine unsaubere Technik und so weiter und so fort. Funktionelle Blockierung der Wirbelgelenke und der gesamten Bewegungskette, davon werden wir später nochmal hören. Das macht 90% der Schmerzursachen im Rücken zum Beispiel aus. Und das gilt nicht nur für Golfer, sondern das gilt natürlich auch für die normale Bevölkerung oder umgedreht. Also, letztendlich, das ist immer so amerikanisch, habe ich in meinen Recherchen gefunden, ich finde es immer ganz plausibel machen. Also letztendlich soll man natürlich es vernünftig machen, da muss man sich auch nicht beschweren, dass man hinterher Probleme kriegt. Kraft und Stabilität ist wichtig, wir werden mir später mehr hören. Und natürlich auch die Dynamik. Ne? Wir haben von Tiger Woods wieder ein Bild gesehen, zumindest kann man sagen, es ist doch ein idealer Golfschwung gewesen am Abschlag. Interessant ist biomechanisch für uns Orthopäden, dass ganz, ganz viel Rotation aus der Brustwirbelsäule beim Golfschwung herauskommen sollte. Eben nicht alles nur aus der Lendenwirbelsäule. Anatomisch ist aber so, ist, dass die Lendenwirbelsäule am leichtesten sich rotiert. Und die Brustwirbelsäule durch unsere Rippen und die knöcherne Einfassung von Natur aus wenig rotiert. Also vereinfacht gesagt, der Amateur neigt dazu, vor allem eben aus kleineren Wirbelabschnitten eben die gesamte Rotation rauszuholen. 4, 5 oder so, das sind die Bereiche, die am meisten Rotation an einem Alltag so zulassen. Also viel Flexibilität, platt gesagt, fehlt uns im oberen Bereich der Wirbelsäule und in der oberen Lendenwirbelsäule. Letztendlich ist es halt eine sehr komplexe Situation. Das ist alles, was dieses Bild Ihnen zeigen soll. Wenn wir uns den Rücken einmal anschauen, wir haben nicht nur den Nervenkanal mit den Nerven dort drin, die kleinen Wirbelgelenke. Hier vorne wäre der Bauchraum, liegen die Bandscheiben zwischen den Wirbeln. Wir haben die Muskulatur und ganz, ganz viele Faszienhüllen, die die Muskulatur nicht nur umhüllen, sondern auch von Muskel zu Muskelpartie reichen und so zu Verkettungen führen, die Verbindung führen zwischen einzelnen Muskelgruppen. Das ist das, was wir letztendlich auch brauchen, um eine vernünftige Flexibilität, aber auch eine vernünftige Kraft, vor allem in dynamischen Bewegungen wie im Golfschwung, durchzuführen. Ich darf jetzt hier einmal kurz an meinen Partner Johannes Fetzer übergeben, der ist der Faszien-Experte zurzeit hier, nicht nur bei uns, sondern auch deutschlandweit, und wird ein bisschen was über die Rolle der Faszien auch am Golfschwung berichten. Genau. Hallo. Unser erster Kontakt zum Golf ist etwa 10 Jahre her. Damals hatten wir die Überzeugung, dass wir den Golfpros und den Golfspielern Unterstützung bieten können, weil was wir häufig erlebt haben, ist der schöne Spruch, der da gerade auf Amerikanisch war, wenn du Probleme hast, nimm eine Stunde und werd besser. Das ist natürlich super, aber wir erleben immer wieder, dass Golfer regelmäßig eine Stunde haben und ein Problem nicht wegkriegen. Und dann war die Frage, okay, entweder es sind schlechte Trainer, das haben wir jetzt erstmal ausgeschlossen, oder aber die Leute sind zu blöd, die Aufträge umzusetzen. Da sind wir auch erstmal davon ausgegangen, dass das nicht der Fall ist. Und unser Ansatz war eben zu sagen, okay, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Defizite oder Probleme körperlicher Art, zum Teil anatomischer Art, die eben verhindern, dass das funktioniert. Also der Trainer kann ja 1000 Mal sagen, du sollst weiter durchschwingen, wenn es einfach nicht geht, weil irgendwo ein Stopp ist. Und dann hatten wir hier die Ledbetter-Jungs da und wollten das denen präsentieren und haben gesagt, am besten ist, ihr bringt irgendjemand mit, der Probleme hat, und dann zeigen wir euch, was wir machen würden. Und ja, okay, und dann kam raus, dass der Paul Dyer selber unser Patient sein sollte, und er hatte so sein ganzes Team dabei mit Athletiktrainer und allem Möglichen. Und Paul Dyer musste seine Karriere als spielender Pro einstellen, weil er Schulterprobleme hatte. Linke Schulterschrott ist nochmal ein Jahr in Amerika von Pontius zu Pilatus, hat sich ganz viel behandeln lassen, ganz viel Training gemacht, aber der Schmerz ging nicht weg.
Und dann haben wir den angeguckt und ich glaube, an der Schulter waren wir überhaupt nicht dran. Also die hatten so ein paar Tests zum Beispiel, wo man sich so an die Wand stellt in einem bestimmten Abstand und sich fixiert und dann nimmt man die Arme hoch und guckt, wie weit man kommt und so. Und da ging halt rechts bis oben und links bis da. Und dann haben wir den durchgetestet und es war relativ schnell klar, dass der aus unserer Sicht ein Problem hier so im Bereich Zwerchfell links hat und tief in den Organen. Daraufhin haben wir das behandelt und haben dann gesagt, so. Und dann stand er auf und dachte wahrscheinlich, die haben noch eine Meise, die waren an der Schulter gar nicht dran, aber er konnte den Test halt machen und sein Arm war plötzlich da oben. Dann kam der Athletiktrainer, hat ihn nochmal korrigiert, hat ihn anders hingestellt und sowas, aber das ging plötzlich. Und was wir damit zeigen wollten, ist eben dieses, dass wenn irgendwo im Körper eine Spannungsquelle da ist, wenn irgendwo eine Einschränkung ist, kann das Auswirkungen auf den Schultergürtel haben. Steht bitte alle mal kurz auf und nehmt euren rechten Arm nach oben, guckt wie das geht und wieder runter. Und jetzt greift ihr mit dem linken Arm an euer Hemd und haltet es hier unten so ein bisschen fest. So, und jetzt nehmt den Arm nochmal hoch und guckt mal, ob ihr eingeschränkt seid. Ihr müsst schon richtig festhalten und mal gucken, wo der Widerstand auftritt. Ne? Ist die Schulter jetzt plötzlich problematisch? Nee, wenn ihr loslasst, kommt ihr wieder leichter hoch. Ne? Moment, ich mach nochmal. So, jetzt nochmal einen Arm hoch. Das Hemd hält den Schulter. Ja, genau. Darum geht's, genau. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. So, und das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, rauszufinden, okay, woran klemmt die Bewegung? Ist es irgendwo fehlende Stabilität? Ist es irgendwo ein Zug im Gewebe, der das Ganze einschränkt? Ursachen können eben irgendwelche alten Operationen, alte Verletzungen sein. Ganz häufig spielt einfach Arbeitshaltung eine Rolle. Dr. Schilling hat gerade schön gesagt, ein Golfer braucht viel Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Wer von den Leuten, die bei uns in Deutschland Golf spielen, hatte eine gut mobile Brustwirbelsäule? Also hier, Brustwirbelsäule ist wirklich da oben, ne? Und die meisten von uns durch viel Sitzen, sitzende Tätigkeit, sind im Brustwirbelbereich eher in so einer leicht kyphotischen Haltung und können ganz schwer hier isoliert aufrichten. Da fängt es schon an. Wenn das nicht gut funktioniert, dann ist da ein Problem da und man kann nicht das volle Potenzial ausnutzen. Wo habe ich jetzt mein? Eine zweite Sache, bisher ging es vor allem um Schmerzen, Einschränkungen beim Golfen. Das andere ist, was wir durch das Auffinden von eingeschränkten Bereichen und durch das Training, was Georg nachher vorstellt, machen können, ist natürlich eine Leistungsverbesserung. Es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, wie kriegen wir alle schmerzfrei, sondern also Golfer interessiert Schmerzfreiheit, das ist okay, aber noch mehr interessiert sie, wie fliegt mein Ball weiter und wie kann ich konstanter spielen. Wie kriege ich es hin, dass Bälle immer gleich fliegen? Weil wenn das klappt, dann brauchst du nur noch den passenden Schläger aus dem Sack holen und dann, ja, wenn alle Schläge gleich wären, das wäre das Perfekte, dann wird es ziemlich einfach. Steht bitte nochmal auf und spürt einfach mal, wie ihr auf euren Füßen steht. Steht ihr eher hinten, steht ihr eher vorne, steht ihr auf beiden Füßen gleichmäßig und dann probiert es mal ein bisschen aus, kippt mal so ein bisschen nach vorne, dass ihr wirklich Druck auf die Zehenspitzen kriegt, kippt mal ein bisschen nach hinten, dass ihr Druck auf die Ferse kriegt, geht mal ein bisschen nach rechts, geht mal ein bisschen nach links. Okay, und jetzt federt mal so ein bisschen. Super. Ihr macht das jetzt schon alles super auf dem Vorfuß. Jetzt geht mal auf die Ferse und federt jetzt. Geht nicht. Ne? Also das ist schon mal das Erste. Der Fuß ist ein ganz toller Energiespeicher. Normalerweise soll ein Fuß, wenn wir drauf treten, Energie aufnehmen und hinterher wieder abgeben. Wir haben das so ein bisschen verlernt, weil wir einfach viel mit gutem Schuhwerk unterwegs sind. Nike Air, SX Gel, was auch immer es gibt, erlaubt es uns, den Fuß, die Ferse als erstes aufzusetzen, was total unlogisch ist. Das macht niemand. Kein Tier auf dieser Welt ist so blöd, die Ferse aufzusetzen. Und auch Menschen, die barfuß laufen, machen es nicht. Wenn ihr das nächste Mal am Strand seid und ihr rennt irgendwo über einen Steinweg, versucht mal über die Ferse zu rennen. Das tut niemand. Ich behaupte, dass die das gemacht haben, die sind vor 10.000 Jahren vom Säbelzahntiger gefressen worden, weil wenn du mit der Ferse auf den Stein drauf gehst, dann bricht der und die sind ausgerottet. Und es sind nur noch wir Klugen übrig, die auf dem Vorfuß laufen können.
wenn wir das wollen. Das ist so das Erste, wo man diese Energiespeicherung machen kann. Letztlich hat man das vorher bei Tiger Woods auch super gesehen, diese Energiespeicherung in den Faszien klappt natürlich auch in diesen Faszien im Körper, wenn man geguckt hat, wie der auflädt und wie der dann unten das Becken beschleunigt. Das ist ja selbst in der Zeitlupe, die da einmal in einem Bild drin war, noch fast nicht sichtbar, wie schnell der das Becken da reindreht, sich dadurch quasi noch mehr Spannung reinholt und dann ganz am Ende erst die Schlägerkopfgeschwindigkeit hinkriegt. Und um solche Sachen geht es, wenn man in diesem Faszientraining spricht. Kängurus sind ein gutes Beispiel für. Ne? Die machen das par excellence. Die haben gar nicht viel Muskeln in ihren Beinen, aber die haben extrem gute Sehnen und Faszien. Und wenn die losspringen, die ersten Sprünge brauchen noch so ein bisschen und dann kommt, werden die immer weiter, weil die Energie bei der Landung aufnehmen in der Faszie und es wieder abgeben. Und das Schöne ist eben, dass diese Faszienenergie kaum Kraft kostet. Die verbraucht nicht so viel Energie wie Muskelaktivität und am besten funktioniert es natürlich dann im Gemeinsamen, wenn nämlich Muskel und Faszie gemeinsam die Kraft erzeugen. So, stellt euch nochmal hin und jetzt mal bitte ganz parallel die Füße und jetzt geht mal runter und macht eine Kniebeuge so ein bisschen und kommt wieder hoch und schaut, wie sich das anfühlt. Paar Mal. So, dann guckt ihr nicht nach unten, macht ein paar Schritte auf der Stelle, bleibt irgendwie stehen, schaut einmal runter, guckt, ob ihr wieder so parallel steht wie vorher oder ein bisschen anders und jetzt geht er nochmal runter und wieder hoch und schaut, wie sich das anfühlt. Schwerer, leichter, kaum ein Unterschied. Bei dir ist leichter? Okay? Leichter. Ja. Meistens ist es so, jeder Mensch steht ein bisschen anders, das Becken ist ein bisschen verdreht, die Beine ein bisschen unterschiedlich und deswegen gibt es für jeden so seine optimale Position, wo er Kraft entfalten kann. Und keiner kommt auf die Idee, jetzt wirklich in so einer parallelen Stellung. Im Training kommt es aber plötzlich vor, dass man sagt, du musst so und so stehen. Selbst bei der Ansprechposition kann es sein, dass euch irgendjemand erzählt, du musst so und so stehen. Das mag für die meisten funktionieren, aber wenn es für euch eben nicht funktioniert, weil zum Beispiel die Hüfte eingeschränkt ist, weil der Fuß das nicht kann, muss man darüber nachdenken, ob man da zumindest eine Zeit lang erlaubt, den Fuß etwas anders zu stellen oder eben daran arbeitet, das zu verbessern. Das war hier jetzt einmal so Schrittstellung nach vorne oder nach hinten. Jetzt möchte ich gerne, dass ihr die Arme nach vorne nehmt und ihr friert mal Füße, Knie, Becken, Wirbelsäule ein und bewegt nur die Hände über den Schultergürtel. Die Wirbelsäule darf sich nicht mitdrehen. Jawohl, gut. Super, und guckt mal, wie viel Bewegung ihr schafft. Okay, jetzt darf die Brustwirbelsäule mitdrehen, das Becken bleibt aber stehen. Schaut mal, wie jetzt euer Bewegungsausmaß wird. Okay, jetzt darf die Lendenwirbelsäule mit, das Becken fängt an mitzudrehen. Okay, und jetzt dürfen auch die Knie und die Beine mitdrehen, die Füße am Boden dürfen mitdrehen und schaut mal. Okay, super. Was hat sich, ihr dürft euch wieder hinsetzen, was hat sich jetzt gerade verändert? Was war beim ersten? Genau, ich habe Ansagen gemacht, was ihr alles nicht benutzen dürft. Und zum Schluss hin wurde immer mehr freigegeben. Und es war, glaube ich, für euch alle gut zu spüren, wie das Bewegungsausmaß größer wird, wie die Bewegung fluffiger wird, wie das einfach leichter geht. Und das ist genau das, worum es dann eben auch nachher bei einem guten Golfschwung geht, zu gucken, wo sind eure Restriktionen, was schränkt euch ein, gibt es überhaupt was? Vielleicht läuft ja alles schon super fluffig und man muss eher irgendwo verhindern, dass die Bewegung endlos wegläuft und man muss Stabilität reinbringen. Genau, Körperhaltung, das war das, was wir vorher gemacht haben. Jeder von euch bringt eine bestimmte Haltung mit. Das ist so, wie wir gewachsen sind über die Jahre oder Jahrzehnte, so wie wir von der Arbeit kommen, kann das eben eine sehr sitzende Position sein, dass jemand so ankommt oder es gibt die Leute, die sehr weit vorne hängen oder die sehr bucklig sind. Ganz unterschiedliche Varianten gibt es da. Zum Training sagt nachher Georg noch einiges. Dr. Schilling sagt jetzt nochmal zwei, drei Sachen zu so ein paar Krankheitsbildern. Für mich als Fazit einfach, unser Körper ist für Bewegung geschaffen.
Wenn euch jemand sagt, ihr dürft euren Sport nicht mehr machen, ob das jetzt Golfen ist, ob das Laufen ist oder so, dann hinterfragt es erstmal, ganz klar. Also, weil es kann sein, dass es Situationen gibt, wo das nicht geht, aber wenn jemand zu einem 50-Jährigen sagt oder zu einem 60-Jährigen, du darfst kein Golf mehr spielen, da fallen mir wenig Sachen ein, die wirklich, wo das wirklich Sinn macht. In den meisten Fällen sollte man eher gucken, okay, was muss man ändern, damit es in Zukunft wieder geht. Weil wir bewegen uns eh zu wenig und diese Limitation und zu sagen, nee, das und das nicht mehr, führt in der Regel dazu, dass Menschen immer weniger machen. Weil Ärzte eben immer noch ganz viel Gewicht haben, die Aussage. Ne? Ich hoffe. Ja. Das liegt halt sehr nicht an der Tradition, dass früher quasi alles, was entzündet war, eingegipst wurde und ruhig gestellt wurde. Also sei es auch, oder wenn was gerissen war, man hat immer gerne gegipst, ruhig gestellt, ins Bett gelegt und so weiter. Und dann hat man halt Jahrzehnte gebraucht, um festzustellen, dass das eben vor allem auch einen schädlichen Einfluss auf viele, viele andere Körperteile hatte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite man vielleicht diese Ruhigstellung gar nicht benötigt und dass die entzündet oder dass die Zielstruktur trotzdem heilt. Das ist das sogenannte Frühfunktionelle. Es gibt auch jetzt noch in der Welt Bereiche, wo man zum Beispiel, wenn man umknickt, den Fuß weiterhin eingipst. Also das ist nach wie vor durchaus noch in der Medizin in vielen Bereichen vertreten. Aber das war so ein kleiner Exkurs. Es gibt durchaus auch beim Golfen ein paar Dinge, wo der Orthopäde wirklich mal was machen kann. Bisher habe ich mir ja quasi nur überflüssig gemacht eigentlich. Das heißt, ich kann nur immer sagen, ja, du kannst trotzdem golfen. Aufgrund, du hast vielleicht ein bisschen Verschleiß, aber es geht trotzdem. Letztendlich gibt es den berühmten Golferellbogen. Also weil das eben so häufig ist, hat man eben auch schon einen eigenen Namen gegeben. Das ist letztendlich ein Überlastungssyndrom, eine Entzündung des Sehnenansatzes am Oberarmknochen. Das sind die Sehnen und die Muskeln des Unterarms, die über den Unterarm, über das Handgelenk in die Hand hineinstrahlen. Und wenn ich immer wieder die gleiche Bewegung mache, den Muskel immer wieder belaste, dann kommt es vielleicht zu so kleineren Verletzungen, zu so Mikrorupturen, Mikroeinrissen. Spüren wir vielleicht als Muskelkater oder wir spüren es auch überhaupt nicht. Und ich mache es immer wieder, möglicherweise über viele Jahre. Dann kommt es oder kann es auf jeden Fall auch zu strukturellen Veränderungen kommen. Dass es halt hier oben an dem Ansatz zu kleinen Rissen kommt, zu einer chronischen Entzündung, wo sich wirklich strukturell das Muskel- und Sehnengewebe verändert, entzündlich verändert und so dort immer wieder zu Beschwerden führt. Letztendlich muss man hier auch lokal tätig werden. Darüber hinaus gilt aber auch, wie beim Rückenschmerz auch, wenn ich kräftige Muskeln habe, die gleichzeitig flexibel sind, dann komme ich gar nicht erst in diese Situation. Also auch da auf der einen Seite Kraft aufbauen. Ein kräftiger Muskel kennt keinen Schmerz. Das ist so ein Kieserspruch für den Rücken, aber das gilt natürlich auch für andere Bereiche. Warum? Weil ein kräftiger Muskel weniger oder nicht so schnell ermüdet. Ein Muskel, der ermüdet, verkrampft sich leichter. Und ein verkrampfter Muskel, der sich dauerhaft verkrampft, schmerzt und ist eben auch verletzungsanfällig. Aber wenn das jetzt beim Sehnenansatz ist, dann hat das wirklich mit dem Muskel dann zu tun? Ja, denn, das ist mal so mein Beispiel, wenn wir mal sehen, das ist sozusagen ein Seil und das hier oben ist eine Wand und das ist der Dübel, mit dem das Seil in der Wand verankert ist. Okay. Wenn ich immer daran ziehe, an diesem Seil, sehe ich Spannungsrisse an diesem Dübel, weil einfach extrem viel Zug immer drauf ist. Und dann kriege ich vielleicht so kleine Einrisse hier, kleine Veränderungen. Aber wenn ich immer Spannung an dem Seil drauf habe, dann kann ich noch so viel da anfangen rumzugipsen oder so etwas. Letztendlich muss ich erst einmal die Spannung dort am Ansatz reduzieren, hier ein bisschen Entspannung hineinbringen, damit das auch zur Ruhe kommen kann. Das ist sicherlich damit nicht getan. Wenn die strukturellen Veränderungen schon sehr ausgeprägt sind, dann muss man sicherlich auch lokal hier etwas tun. Ja, aber was heißt denn, also wenn ich jetzt sage, ich trainiere, hab das und trainiere dann meinen Unterarm durch Handgelenkscurls, müsste ich ja meinen Unterarm trainieren. Genau. Schützt mich das vor sowas? Wenn ich es habe, schützt es mich nicht, weil ich es schon habe. Das war, ja. Oder das war jetzt ein Missverständnis. Okay. Also sagen wir so, ich habe es noch nicht. Genau. Ich habe es noch nicht, dann schützt mich das prinzipiell davor. Mal prozentual auf alle betrachtet, derjenige, der einen kräftigeren Muskel hat,
der kriegt das nicht so häufig wie der, der das gar nicht trainiert. Zur Kraft gehört halt auch immer die Flexibilität und die Entspannung dazu. Also ich muss nicht nur Kraft trainieren, sondern ich muss auch immer gleichzeitig dehnen, stretchen, die Muskeln entspannen. Im Sport sagen wir immer Muskelpflege. Okay. Also wenn... Das ist auch ganz wichtig mit diesem Faszientraining, was jetzt relativ aktuell immer in aller Munde ist. Das ist ja nichts Neues, therapeutisch nutzt man das schon lange. Weil Sehne ist Bindegewebe und das braucht eben bestimmte Trainingsreize, um in einem guten Zustand zu sein. Genau, da ist es so, wenn dieser Dübel, wenn der eben morsch und porös ist, reißt er natürlich leichter auf, als einer, der in bestmöglicher Verfassung ist. So, also da kann man gezielte Trainingsreize draufsetzen und kann da im Grunde im Training sagen, okay, wir machen einerseits Krafttraining für die Muskulatur, aber wir machen eben auch einen bestimmten Anteil an Einheiten, die für das Fasziengewebe optimal sind. Sag ich mich da als Fachmann eigentlich schon, weil ich habe das hinter mir, die Operation. Das war links und rechts so, also ich konnte keine Tasse mehr geben. Und ich gucke da fünfmal mal links an, habe die Lösung mal im Endeffekt andere Hölzer. Ja. Die waren so stabil, die flogen wie Sau. Ja? Aber die gingen mir dermaßen auf dem Arm, unabhängig, die nicht mehr hatte, brauchte ich auch keine Operation mehr. Also Operation ist natürlich die Endstufe sozusagen, wo man das wirklich rausschneiden muss, weil es eben so verändert ist von der Struktur her, von Gewebe, dass quasi der Körper es nicht mehr schafft, das Gewebe da ja, umzuwandeln in gesundes Gewebe wieder. Es tritt eben sehr häufig auf bei unterschiedlichem Material, auch wenn man es wechselt. Ich darf die Analogie mal zum Tennis bringen. Ist wie gesagt das gleiche in Grün, nur die andere Seite. Dort tritt es vor allem auf neuer Schläger, neue Bespannung. Ganz, ganz typisch, weil der Körper hat seine Sachen abgespeichert, die Belastung, den Schwung, die Gewichte, die Kraftvektoren und dann verändere ich was und dann passt es auf einmal nicht mehr. Und in dem Fall, also je mehr Flexibilität natürlich der Schaft übernimmt, ja. So, desto weniger kommt Stress in der Muskulatur und an Sehnensatz an. Klar, also, da kann man ganz viel über Material machen. Ja. Am Ende kommen wir ganz kurz zu therapeutischen Punkten. Ich wollte das nur einmal kurz abarbeiten. Handgelenksschmerzen auch sehr, sehr häufig. Das eine ist eben, dass eine Überlastungssituation auch des Handgelenks, das Knöchern nur sehr wenig Stabilität bildet und die meiste Stabilität im Handgelenk eben aus Muskeln und Sehnen kommen muss. Das Positive ist immer, wenn wir so wenig knöcherne Stabilität haben, dass wir das gut bewegen können, das Gelenk. Schultergelenk können wir auch extrem gut bewegen, weil dort auch kaum knöcherne Pfanne und Knochen ist. Aber der Nachteil ist eben, wir brauchen eben kräftige Muskeln und Sehnen, die das entsprechend stabilisieren. Es gibt einen Sonderfall, wenn man immer wieder das Gras umpflügt, statt den Ball zu treffen, dann kann es so weit kommen, dass man sogar sich einen Knochen verletzt. Das sogenannte Hamatum, der hat so einen kleinen Haken noch dran an diesem Kantknöchelchen und dort sitzt genau der Schläger. Und wenn man dort immer wieder quasi ins Gras hackt mit maximal Speed, dann kann man sich dieses Hamulus ossus hamati, dieses kleine Hämmerchen, was da dran hängt, immer wieder beanspruchen und sogar brechen. Also wenn man immer wieder hier Schmerzen im Handgelenkbereich hat, ist es durchaus sinnvoll, darauf zu achten, ob diese Problematik nicht entsprechend vorliegt. Particular Terrible Swings nennen sie es, fand ich auch sehr gut. Johannes hat schon gesagt, es gibt eigentlich kaum eine Situation, wo man heutzutage Ruhe verordnen würde. Also suchen Sie sich nur eine andere Sportart, ein halbes Jahr aussteigen, machen Sie mal erstmal gar nichts. Das hören wir immer wieder, immer wieder. Wir kommen aus dem Profisport beide in der Betreuung. Das können Sie natürlich niemandem sagen. Jetzt machen wir ein halbes Jahr Pause. Das klappt halt nicht. Ne? Aber es gibt auch meistens keinen echten medizinischen Grund, der dahin führt. Da wir eben schon über bestimmte Sachen gesprochen haben, was können wir denn jetzt tun, zum Beispiel, wenn wirklich dort was so entzündet ist, dass das Gewebe schon in Mitleidenschaft gezogen ist? Da reicht das Krafttraining natürlich nicht aus. Im Gegenteil, das Krafttraining kann es sogar verschlimmern, weil ich natürlich in eine verletzte Struktur, in eine strukturell verletzte Situation entsprechend hineintrainiere. Das Einfachste ist natürlich, dass man lokal von außen topisch dort Anwendungen macht, die dieses Gewebe im Stoffwechsel anregen, um eben
ja, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren oder man eben über eine Medikamenteneinnahme, sei es jetzt klassisch chemisch Voltaren ähnliches als entzündungshemmendes Präparat oder etwas Pflanzliches, ein Enzymprodukt, was auch gerade im Sehnen- und Muskelbereich gut funktioniert, entsprechend entzündungshemmende Komponente hat. Man versucht dann in diesen leichten Stadien auch entsprechend über eine Dehnung der Muskulatur, über Anwendung eben diesen Zug zu minimieren, um dann eben vor Ort auch den lokalen Reizzustand und die lokale Beanspruchung der Muskulatur zu verringern. Es kann natürlich mal sein, dass das nicht ausreicht. Dann haben wir unterschiedliche Methoden eben auch lokal. Ich habe die Operation jetzt nicht mit aufgeführt, entschuldigen Sie, aber das ist sozusagen für mich eigentlich so, wenn gar nichts mehr geht. Die Situation, dass man eben über röntgengesteuerte Spritzen, je nachdem, ob man an den Rücken eben geht, ob dort entsprechend veränderte oder entzündete Strukturen sind, über eine sogenannte Stoßwellentherapie, in dem spezielle Ultraschallwellen auf die entzündete Struktur geworfen werden und dort den Stoffwechsel anregen. Man kennt das so aus der Kalkschulter oder Fersensporn, sind so klassische Regionen, auch am Ellenbogen funktioniert das gut. Oder eben über zum Beispiel so eine Eigenbluttherapie, bestimmte Stoffe des Blutes extrahiert, die für die Heilung, für die entzündungshemmenden Prozess zuständig sind, die entsprechend wieder hinanspritzt. Es gibt gerade eine super neue Studie, die zeigt, dass Cortisoninjektionen gerade bei der Epikondylitis, also dem Golferellenbogen, letztendlich mittel- und langfristig keine Besserung zeigen. Also der Klassiker war ja immer entzündet, Cortison und raus und fertig. Das mag es im Einzelfall mal geben, aber letztendlich statistisch ist es entsprechend nicht bewiesen, dass das sinnvoll ist. Gerade wenn man es zum Beispiel mit den Eigenblutinjektionen mal vergleichen. Eine kleine kuriose Sache, die aber immer wieder in den Büchern aufkommt, es gibt eine signifikante Verletzungshäufigkeit beim Golf, sich beim Fahren mit dem Golfkart zu verletzen. Also es gibt einen Alterspeak da, das sind unter 20-jährige Männer und Männer über 80. Und also eine signifikante Anzahl von Hautverletzungen, Umknick, Traumata bis hin zu Knochenbrüchen werden da also beschrieben. In einem amerikanischen Journal, das ich gelesen habe, kam auch die Problematik des Alkohols immer vor. Also da wurde explizit darauf hingewiesen, dass man also auch dort nicht mit Alkohol am Steuer fahren solle. In diesem Sinne darf ich jetzt Georg übergeben, der nochmal ein paar aktive Elemente mit einbringt. Und ich... Willst du umstöpseln? Ja, ne? Genau, danke erst einmal für die Aufmerksamkeit, wenn ich das mal anstecke. So, dann. Nee, brauche ich nicht. Achso. Alles klar. Das ist sehr interessant, was Dr. Schilling gesagt hatte. Ich hatte Mitte der 90er Jahre angefangen, Sportwissenschaft zu studieren, hier in Hamburg. Und mit dem Nebenfach Medizin. Und das war immer ein Wechsel zwischen zwei Welten. War ich im UKE in meinen Vorlesungen, war da bei irgendwelchen Problematiken, Ruhigstellen, nicht bewegen, Schonung. Und war ich bei uns an der Sportwissenschaft, war es sofort früh funktionell, so früh wie möglich wieder bewegen. Das, was möglich ist, natürlich schmerzmindernd durch den Arzt, aber so schnell wie möglich wieder bewegen. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass sich das geändert hat. Dieser Blick darauf und möchte einsteigen gleich mit den Kennworten, mit den Schlagworten, die eigentlich für Golfer am meisten zählen. Mehr Länge, konstanteres Spiel und weniger Schmerzen. Wie erreichen wir das? Völlig klar, mehr Golftraining. Oder vielleicht auch nicht. Das ist das Bild, was ganz lange bestand. Ich habe vor gut 10 Jahren mich mit der Golfathletik beschäftigt, habe damit angefangen. Ich mag das Wort Golffitness nicht, weil Fitness haben ganz viele Leute mit irgendwelchen Hüftkursen im Blick und ich möchte an jedem Golfspiel als Athlet herantreten und möchte den auch so trainieren. Und den Leuten, denen ich das erzählt habe, dass es halt nicht geht, dass der Golf-Pro, der möchte einen Golfschwung schulen, der für einen Formel-1-Wagen gemacht ist. Aber wenn da halt ein Golf steht oder ein Punto, dann funktioniert das nicht. Der Körper muss sich ändern. Ich muss ein anderes Auto dahin stellen. Das ist dann mein Job. Und
das war halt in Zeiten, die heute noch sind, das war halt der Golfspieler, übergewichtig, gern auch mal mit Kippe, heute noch sehr aktiv, Jimenez, ein sehr erfolgreicher Golfspieler, der das zelebriert, mit seiner Zigarre auf dem Golfcourt rumzulaufen. Wir haben erfolgreiche Golfspieler, die aussahen wie Heringe, keine Muskelfaser am Leib, Tiger Woods. Wir haben McIlroy, dominierender Golfspieler, der gerade verletzt ist, langsam wieder reinkommt, Achillessehne gerissen beim Fußballspielen oder sowas, halt ein pummeliger Junge. Die konnten alle gut Golf spielen, aber körperlich lag da einiges im Argen. Hier geht es sogar so weit, dass Jimenez sagt, natürlich kann er sich das vorstellen, bei Olympia anzufangen oder anzutreten. Er mit einer dicken Zigarre durchs olympische Dorf zwischen all diesen Athleten. Ja, also er kokettiert damit, einfach ein Nicht-Athlet zu sein. Das Bild hat sich geändert. In welche Richtung hat sich das geändert? Golfspieler, die sehr schmal waren, hatten plötzlich dicke Muskeln, sahen wirklich aus wie Athleten und kamen sogar auf die Cover von Fitnesszeitschriften. Ehemals pummelige Jungen sahen aus, McIlroy wieder, und füllten das Poloshirt in einer ganz anderen Art und Weise aus. Auch hier Fotostrecken für die Men's Health. Plötzlich wurde der Golfspieler als Athlet dargestellt. Und das war ein Paradigmenwechsel. Und in dem Bereich bewege ich mich. Und es gibt eben auch Videos in diese Richtung. A little bit of understanding and knowledge, but not as much as I probably should have. I wasn't really big into the gym or going in. So ein Golfspieler, natürlich trainiert er sein Golfspiel, aber der ist auch in der Sporthalle, im Gym, trainiert da. Mobilität, kardiovaskuläre Arbeit, hier wieder Mobilität. In großen Schwungbewegungen, hier wieder das Thema Muskelketten, Faszien. Wir kommen zum Thema Gewicht. Beinkraft, Explosivität aus den Beinen, korreliert mit Schlaglänge. Auch hier, Kombination aus Beinkraft plus Explosivität, Sprunghöhe. Meine Postur war terrible, when I started. To have a better posture, to stand up straight with your shoulders back and your chest out, you know, it even just gives off the air of confidence. Und hier sieht man das Training nicht in isolierten Muskeln, sondern wieder der ganze Körper ist involviert. Auf der einen Seite braucht er eine Mobilität, um den Ruderzug zu machen, um den Seitschritt hinzukriegen. Auf der anderen Seite braucht er eine Stabilität, arbeitet erstmal antirotatorisch. Das ist so ein bisschen Zirkus, aber man muss eben auch mal in so ein Video rein. For me, it's, you know, it's a necessity, it's what I need to do, and I feel like getting in here gives me the best possible chance to go out on the golf course and perform to the best of my ability. Also Idole der Branche haben erkannt, dass das die Prozentpunkte ausmachen kann, um besser Golf zu spielen, um im Wettkampf zu bestehen. Und das lässt sich natürlich auch unterbrechen für jeden Golfer. Ich kann das gleich aufnehmen. Wir haben in Hamburg 100.000 Golfer und von der Spielstärke sind wir zusammen mit Nordrhein-Westfalen spielstärkste Region. Ja, also auch die Qualität in Hamburg ist großartig. Um ein perfekter Golfer zu sein, müssen einige Dinge zusammenfallen. Das Feld der Technik. Also ich muss mit sämtlichen Schlägerarten zurechtkommen. Dafür ist natürlich der Golfpro zuständig. Ich habe die Ausrüstung. Sie kennen sich da am besten aus, wie Ihr Golfbag aussieht. Wir haben den Geist, Routinen entwickeln, mental stark sein in Situationen, wo es drauf ankommt. Und der Bereich des Körpers, wo ganz viele konditionelle und kognitive Fähigkeiten zusammenlaufen. Und all das führt in einen Punkt, was wir brauchen. Das ist das sogenannte Boom. Ich brauche Explosivität. Wie kriege ich diese Explosivität? Dabei hilft so ein bisschen, sich klar zu machen, was sind wir oder was ist der Golfschwung? Sind wir mehr eine Windmühle oder funktionieren wir mehr als Karussell?
Haben Sie eine Idee? Völlig klar, das Karussell. Wir haben eine bewegliche Mitte, die rotiert, und das Kettenkarussell, die Leute, setzen sich dann erst in Gang, wenn die Mitte schon rotiert. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen, diese Ketten sind Gummibänder und wir halten dieses Gummiband kurz fest und dieses Ding dreht schon, wir lassen dann los, dann schnellt quasi diese Person oder der Sitz halt mit einer noch größeren Geschwindigkeit hinterher. Das Bild des Kängurus, was dann immer höher springt. Der Golfschwung ist eine Ganzkörpergeschichte in der Rotation. Wir sprechen da auch von einer gewissen Timing-Sequenz. In welcher Geschwindigkeit erreichen die Körperteile ihre höchste Geschwindigkeit, damit auch die höchste Kraft? Zuerst dreht sich die Hüfte, dann folgt der Torso, die Arme und dann erst kommt der Schlägerkopf an den Ball. Wenn sich irgendwas an dieser Timing-Sequenz ändert, wenn die Arme die Hüfte überholen, funktioniert das nicht mehr. Dann können wir keine Kraft und keine Explosivität mehr kreieren. Hier dargestellt, ganz kurz, dass wir halt die verschiedenen Körperteile in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen haben und das muss nacheinander ablaufen, um letztendlich in der höchsten Power, in der höchsten Explosivität, Geschwindigkeit im Ball zu enden. Hier ganz kurz dargestellt, was eigentlich stattfindet in dem Golfschwung, welche Muskeln beansprucht werden. Wir sind im Aufschwung eher der rechte obere Nackenbereich. Wir sind im Abschwung erster Teil, mehr die rechte Seite, Rückseite, Oberschenkel, Gesäß zieht an, das ist rot markiert, auch mehr Kraft im rechten Rücken unter dem rechten Schulterblatt. Bei langjährigen Golfern kann das gern mal so aussehen, dass die rechte Seite sich so aufbaut, dass wirklich der Rückenstrecker, also der Mensch sieht man, ist der Kopf, beugt sich vornüber, der richtig als Wulst rauskommt. Das ist ein Golfpro aus Hamburg. Über die Jahre hat sich das richtig manifestiert, diese einseitige Belastung. Wir haben dann im Abschwung bis zum Ball hauptsächlich, holen wir ganz viel Kraft aus der Brustmuskulatur. Und müssen das auf der linken Beinseite auffangen. Und dann geht es halt weiter. Was ich damit darstellen will, ist, dass der Golfschwung eine Kette ist. Und es ist nicht ein Muskel, der da arbeitet, sondern eine Abfolge in der Bewegung der Muskeln, die anspringen müssen. Und so sollte das Training auch aussehen. Es gibt einen sogenannten Gelenk-für-Gelenk-Ansatz. Ich möchte damit nicht wirklich langweilen, aber dieses Bild ist eine Erklärung für Problematiken. Der Körper unter Last ist so designt, dass die verschiedenen Ebenen sich in der Mobilität und Stabilität abwechseln. Und das ist auch beim Golf die Herausforderung, wie in jeder anderen sportlichen Betätigung auch. Auf der einen Seite brauche ich höchstmögliche Mobilität, um Bewegungsradien zu erreichen. Auf der anderen Seite muss ich das kontrollieren und brauche die Stabilität. Ich möchte mal darauf eingehen, auf die Problematik der Lendenwirbelsäule. Wir sehen da, LWS soll eine gewisse Stabilität haben. Diese Stabilität werden wir in einer Rotation aber nicht aufrechterhalten können, wenn die Hüfte fest ist. Wir sehen ein Stück weiter drunter, die Hüfte muss mobil sein, vor allem in dieser Innen- und Außenrotation. Und wenn wir uns vorstellen, wir machen den Golfschwung, die Hüfte soll mindestens um 45 Grad mitdrehen und die Hüfte bleibt stehen und ich versuche trotzdem auf meine gesamt 90 Grad Drehung zu kommen, dann muss diese Drehung irgendwo anders aus dem Körper herkommen und die kommt in aller Regel aus den Strukturen, die dem nicht standhalten können, Lendenwirbelsäule. Da ist der Umkehrpunkt dann, wenn die Hüfte fest stehen bleibt. Jetzt stellen wir uns halt vor, wie kommen denn die Leute auf den Golfplatz oder ins Training? Sitzen 8 bis 10 Stunden im Büro, kommen mit dem Auto angefahren, machen sich ein bisschen warm, im besten Fall schwingen sich warm und dann volle Kante rauf. Die Hüftbeuger sind fest, von dem ganzen Tag sitzen. Die gluteale Muskulatur, die Gesäßmuskulatur ausgeschaltet. Wie soll da die Hüfte beweglich und leistungsfähig sein? Ja? Also daher oder aus dieser Erkenntnis, aus diesem Bild kommt die Erkenntnis, dass wir, bevor wir uns oft bewegen, und das machen wir beim Golfschwung, wie oft holt man sich 100 Bälle, schaut die weg und holt sich nochmal 100 Bälle und dann geht man vielleicht auf die Runde. Und wenn diese Bewegung nicht gut ist, dann trainiere ich jedes Mal in diese Fehlhaltung rein. Ich benutze immer ganz gern das Beispiel des Fahrrads. Wenn beim Fahrrad das Rad eiert,
und ich fahre damit weiter, geht das eierne Rad nicht weg. Und wenn ich da noch einen Kasten Bier hinten auf den Gepäckträger stelle, wird das eierne Rad noch größer. Ja? Also versuche ich erst meine Bewegungsqualität herzustellen, durch Mobilität in Strukturen, die mobil sein müssen, und durch Stabilität in Strukturen, die stabil sein müssen. Und dann können wir diese Bewegung beladen. So sieht das beim Springen zum Beispiel aus. Das Mädel mit dem gelben Shirt soll runterspringen. Wir werden das jetzt sehen. Das tut schon beim Hinschauen weh. Ja? Springt runter, die Knie schlagen zusammen. Jetzt stellen wir uns vor, das Mädel ist vielleicht Basketballerin, Volleyballerin, macht 500 Sprünge in jeder Trainingseinheit und niemand kümmert sich darum, dass es in der Hüfte stabil wird, dass die Außenrotatoren anspringen. Jedes Mal schlägt das rein. Das ist voraussehbar, dass dann irgendwann Probleme im Knie, in der Hüfte kommen, weil Kräfte nicht so da reinlaufen, wie sie reinlaufen sollen, in die Gelenke. Wir kriegen den Schwenk zum Golf. Links mit dem grünen Kreis mit dem weißen Haken. Guter Golfschwung. Knie bleiben in der Achse. Ja, das linke Knie schiebt leicht nach vorne. Es gibt aber keine Scherkräfte rein. Der Rücken bleibt in seiner natürlichen Krümmung. Im rechten Bild. Wir sehen, dass das linke Knie nach innen fällt. Wir haben ungünstige Scherkräfte im Knie. Wir haben den sogenannten Reverse Spine Angle. Wir fallen ins Hohlkreuz. Die Bauchmuskulatur springt nicht an. Ich gehe davon aus, dass die Hüftbeuge auch fest sind, die Beweglichkeit in der Hüfte fehlt. Der Spieler holt die Bewegung irgendwo anders her und das kommt durch das Aufrichten des Körpers. Wenn der das dann 200 Mal macht auf der Driving Range, dann ist das vorprogrammiert, dass er irgendwann Probleme im Rücken kriegt. Und im Knie auch noch. Tiger Woods, Operation im unteren Rücken und linkes Knie. Aber wobei der wahrscheinlich einen guten Golfschwung hat. Ne? Intensität, also die repetitive und die hohe Intensität, das Problem. Ja, genau. Das hat der Formel 1-Wagen, der hat auch irgendwann noch Halbplatz erkriegen. Ja. Nicht nur, weil Pirelli schlecht ist, einfach auch, wenn ich damit Runde und Runde fahre, dann auch bei so einer hohen Qualität zeigt sich natürlich irgendwann ein Verschleiß. Ja. Aber das ist eine völlig andere Situation, als was du von mir sprichst. Wir gehen davon aus, dass wir, wie gehen wir da ran? Wir im Trainingstag analysieren wir die Bewegungsfähigkeit erstmal mit einem athletischen Grundtest und einem golfspezifischen Test. Und es führt dahin, dass wir eine Performance-Pyramide aufbauen. Und wir wollen die sportliche Leistungsfähigkeit auf eine breite Basis stellen. Wir sehen das, den Functional Movement. Das sind funktionelle Bewegungsmuster. Die muss jeder Mensch, jeder Athlet haben. Und er muss sie gut ausführen können. Erst dann fange ich mit einer Beladung an, also mit der Performance. Und dann kommt die Fähigkeit dazu, die Sportart braucht. Und diese Fähigkeit der Sportart, die muss auf einer gesunden, breiten Basis stehen. Wie sieht die breite Basis aus? Wir haben 6 Grundbewegungen, Basisbewegungsmuster. Das ist Plank, ist so ein Stütz, Rumpfstabilität. Wir haben den Hinge, das ist die Hüftbewegung nach hinten. Nicht zu verwechseln mit Lunge und Squat-Bewegung dann, wo wir auch eine kombinierte Knie- und Hüftbewegung haben. Also Squat als Kniebeuge. Push, alles was wir schieben. Pull, alles was wir ziehen. Und Squat dann mit beiden Beinen tief runtergehen. Ja? Das sind unsere 6 Basisbewegungsmuster, an denen wir arbeiten. Wie bereiten wir das Training vor? Wir arbeiten in Vorbereitung an der Gewebequalität. Das, was wir vorhin angesprochen haben. Wir möchten eine Entspannung in das Bindegewebe kriegen, bevor wir wieder mit einer Anspannung arbeiten. Wir arbeiten, oder was gebräuchlich ist, sogenanntes Foam Rolling, myofasziale Kompressionstechnik. Wir haben sie schon mal gesehen, solche Kunststoffrollen, auf denen die Leute rumrollen. Gerade bei großen Sportevents, jetzt Basketball, EM, war das auch wieder zu sehen im Warm-up, dass die Spieler auf Rollen liegen und ihr Bindegewebe ausmassieren. Der nächste Schritt ist, dass wir an der Flexibilität arbeiten. Wir wollen Bewegungsradien vergrößern. Wir gehen in Ansteuerung. Das hat noch nichts damit zu tun, dass wir wirklich Kraft ausüben. Ich möchte sicherstellen, dass die Leute wissen, was eine Bauchspannung ist. Was heißt denn, den Rumpf stabil zu halten? Was heißt denn, das mit der Atmung zu kombinieren? Ja? Was heißt denn wirklich die Außenrotation in der Hüfte hinzukriegen? Da arbeiten wir gern mit kleinen Gummibändern. Allein schon ein Gummiband um die Knie, leichte Außenrotation, lässt die Außenrotatoren in der Hüfte anspringen und da eine Stabilität kreieren. Und dann natürlich eine Bewegungsvorbereitung. Das ist immer eine Kombination aus Stabilität und Mobilität.
Wir gehen jetzt in die Übungsmuster, wie das aussehen kann. Das sind immer schon die schwierigsten Varianten. Also das ist jetzt das Thema der Plank, der Rumpfstabilität. Das fängt natürlich mit dem ganz normalen Unterarmstütz an. Das geht auch zur Seite und das geht auch rückwärts, wenn Sie auf dem Boden liegen und die Rumpfstabilität arbeiten. Das ist schon die nächste, ich will nicht sagen die Endstufe, aber das ist schon sehr herausfordernd. Die Füße sind aufgehangen in einem sogenannten Sling-Trainer und zu dem Seitstütz kommt noch eine Rotation dazu. Also hier auch wieder maximale Stabilität in Kombination mit der Flexibilität der Rotation. Der nächste Punkt sind wir in Hip-Hinge-Bewegung. Hier geht es darum, die Hüfte in die Streckung und in die Beugung zu bringen und vor allem unter Last in die Streckung. Da fangen wir an mit ganz normalen Übungen wie sogenannte Waage. Wir arbeiten einfach vor und zurück, Körper bleibt gestreckt, vor und zurück. Hier haben wir unter Last sogenanntes Hüftheben. Hier ist das Ziel, dass Sie schon Ihr eigenes Körpergewicht mit der Hüfte nach oben schieben sollten. Ja? Also man kann sich herantesten natürlich mit niedrigerem Gewicht, aber irgendwann, um wirklich eine Leistungsfähigkeit zu kriegen, sollten wir in die Bereiche vordringen, wo wir wirklich unser eigenes Körpergewicht mit der Hüfte nach oben schieben. Wir sind in Ausfallschritten, sogenannten Lunges. Einmal haben wir sie unterstützt, wir können uns festhalten, entweder am Geländer oder am Slingtrainer, machen Ausfallschritte nach hinten, das Ganze schwieriger gestaltet, ein Fuß ist in der Aufhängung und schon wird das instabiler, das heißt, der Körper muss noch mehr Stabilität erzeugen und hier nochmal Ausfallschritte wirklich unter Last. Hier ist das Ziel, mindestens das halbe Körpergewicht zu bewältigen in Ausfallschritten. Dann in Push-Bewegung, natürlich, was fällt uns bei Push ein? Schiebebewegung, natürlich Liegestütz. Das Ganze geht natürlich auch ein bisschen instabiler mit den Händen, entweder auf Medizinbällen, auf Wackelbällen oder eben im Slingtrainer. Zugbewegung, genauso. Ruderbewegung, schulteröffnende Bewegung, dass wir auch in der Schulter in die Außenrotation bekommen, ganz wichtig, um weit nach hinten zu reichen. Und als sechstes Bewegungsmuster die Kniebeuge, hier mit Last von vorn, dass wir die Standstabilität noch kriegen. Und als einbeinige Kniebeuge, Split Squat, wieder mit Zusatzlast. Einbeinige Kniebeuge, dass das freie Bein nicht irgendwo aufkommt, sondern dass wir gleichzeitig die Stabilität in dem einen Bein halten, dass es nicht wegfällt, wegrutscht. Und das alles führt genau zu dem Boom. Wir arbeiten in Sprungkraft. Hier in Kombination Seitsprünge, das orangene Band bringt einen Zug von der Seite, um gleichzeitig noch die Stabilität zur Seite zu gewährleisten oder zu trainieren. Sehr wichtig für den Golfschwung, weil wir ein Schieben der Hüfte kontrollieren müssen. Wenn uns die Hüfte nach links ausbricht, haben wir da nicht die Stabilität. Wir müssen das kontrollieren. Und der Sprung nach oben, wirklich Kraft, Sprungkraft nach oben. Also das Trainieren im Fitnessstudio im Winter nur an der Beinpresse, kontrolliert, gemächlich, um Kraft und Muskelvolumen aufzubauen, ist nicht ausreichend. Es muss auch Explosivität mit dazu. Ein Golftraining muss nicht aussehen wie Golftraining, um das Golfspiel positiv zu beeinflussen. Natürlich kommt irgendwann die Rotation dazu. Wir arbeiten mit verschiedenen Möglichkeiten in der Rotation, aber wichtig ist, dass wir Basisbewegungsmuster kontrollieren, die beladen können und dann geht es erst in die Rotation. Wir möchten eine gesunde Basis herstellen, um dann weiterzugehen in den Golfsport. Und wenn alles gut gelaufen ist, eventuell im Winter, kann es eben passieren, dass das Gesäß so stark geworden ist, die Glutealmuskulatur so an Volumen zugenommen hat, dass plötzlich die Golfhosen reißen. Ja, das sind wirklich, das ist ein Kunde, drei Hosen sind kaputt gegangen und er musste die halt neu kaufen in einer anderen Größe, weil plötzlich Kraft dazu gekommen ist. Ja. Vielen Dank.